Ja, hallo, liebe Freunde des gepflegten Pilzefilms. Ich bin wieder euer Charlie. Hier jetzt mal im Ebbegebirge. Ja, und ich nehme euch mit. Wünschen wir uns mal trifft, trifft. Ciao. Ja, dann gehen wir hier mal in einen Wald rein. Und es stehen hier schon überall Pilze am Boden. Es ist hier ein Buchenbestand. Ja, wie ihr seht, Trüffel ist dabei. Und er ist schon fleißig am Markieren, dass das jetzt sein Wald ist. Ja, hier stehen schon gelbe Täublinge. Na, die nehmen wir erstmal nicht mit. Ja, was mir hier auffällt, ist, dass hier ganz viele Semmelstoppler hochkommen. Semmelstoppelpilze. Hier steht auch alles voll. Und alles in einer schönen Größe. Ja, die sind wirklich eine schöne Größe. Ja, so wirklich. Hier ist einer. Nicht? Und wenn man hier so rumguckt, überall gelbe Punkte, alles voll mit Semmelstoppelpilzen. Ja, ich bin ein bisschen vorgeprescht, weil gleich kommt noch der Marco aus Bottrop. Der ist unterwegs hierhin und der stößt gleich auch noch zu, aber das wird noch ein bisschen dauern. Ja, ich gucke in der Weile mal. Ja, das wird wohl jetzt die letzte Möglichkeit sein, um Pilze zu finden, weil es soll diese Nacht schon Frost geben. Ja, und dann ist es vorbei. Ja, hier kommt Hallimasch. Ja, schöne junge Exemplare. Wunderbar. Ja, hier haben wir einen Rotfußröhrling. Ja, man kann das schön erkennen, dass der oben so ein bisschen rötlich ist unterm Hut. Und der ist auch noch schön knackig. Den nehmen wir mit. Such den Pilz, Floh. Ja, hier haben wir eine Kolonie Stockschwämmchen. Aber die sind schon ein bisschen alt. Die lassen wir stehen. Hier finde ich noch einen Perlpilz. Ja, der ist schön dran zu erkennen. Der hat immer so rosa Flecken drauf. Immer. Irgendwo so rosa. Ja, violette Lacktrichterlinge. Auch ein schöner Pilz. Hier stehen noch mal Stockschwämmchen. Ich nehme da gleich mal einen raus und zeige, dass es welche sind. Ja, das ist dieser gestuppte Stiel. Der muss auch so kleine Pünktchen haben. Ja, sind da so silberne Fäden dran, dann lässt man den Pilz stehen. Und man muss jeden einzelnen Pilz muss man hier begucken. Ja, und das ist nun mal so. Beim Stockschwämmchen kann der Tod wirklich nur ein Messerschnitt weg sein. Ja, der Gifthäuptling, der ist einfach zu ähnlich. Hier was ganz Interessantes. Da kommt ein Semmelstoppler aus dem Baumstamm raus. Auch interessant. Ja, da ist Trüffel auf einem Stoken voller Stockschwämmchen. Ja, hier am Boden, da sind so krause Sachen zu sehen. Seht ihr hier? Ja, und das ist die krause Kraterelle. Ein Pfifferlingsart. Ja, wenn man jetzt so ranzoomt, da kann man schön sehen, dass die unten Leisten haben. Hier kommen wir wieder an der Stelle mit Rotfüßen. Ja, aber die sind durch. Da brauchen wir nicht weiter dran zu ernten. Ja. Dem Semmelstoppelpilz täuschend ähnlich ist der Pfifferling. Und hier stehen tatsächlich noch welche. Da auch. Nur Pfifferlinge, die stehen nicht alleine. Hier kommen wir am Flaschenbubiste. Ja, hier, als wenn es gehagelt hätte, steht hier alles voll mit Flaschenbowiste. Aber die lasse ich auch im Walde. Ja, Trüffel,
Dann such mal andere Pilze, komm. Na, Trüffelchen, bist du müde? Willst ins Auto? Ja, dann komm. Ja, dann kommt der Kleine jetzt ins Auto. Der Marco, der ist ja auch jeden Moment da. Und dann können wir ja gemeinsam noch mal gehen. So. Ja, das machen wir so. Hier stehen Schirmlinge. Ja, der Ring ist frei verschiebbar. Wir haben es ja also mit Parasolen zu tun. Der frei bewegliche Ring hier, das ist ein ganz wichtiges Kennzeichen. Ja, dass der hier rauf und runter zu schieben ist, das macht den Parasol aus. Ja, wenn der hier unten so ein bisschen rosa wird beim Anpacken, dann haben wir auch ein Zeichen, dass wir es hier wahrscheinlich mit dem Safranschirmling zu tun hätten. Hier steht nochmal alles voll mit Pfifferlingen, so ein kleiner Cluster. Bleiben nicht hier. Ja, ein schöner Strauß Pfifferlinge. Ah, die riechen gut. So, hier kannst du jetzt Bobo machen, ne? Leg dich schön hin. Schön, ne? Besser als im doofen Wald, wo man nicht mehr so laufen kann. Ja, ja, hier finde ich Hexeneier. Und da hinten noch so aufgeblühte Stinkmorcheln, Phallus impludicus. Ja, und hier riecht es auch entsprechend. Hier ist der Doppelgänger der Trompetenpfifferlinge. Das ist ein Gallertkäppchen. Ich bin hier immer noch im Laubwald und ich warte immer noch auf den Bottropper, den Marco. Ja, der wird jeden Moment kommen. Ich sammle hier wirklich nur ums Auto herum hier. Es sind so viele Pilze da hier im Sauerland. Das macht die wahre, eine wahre Freude. Da kommt der Paiaskop. Na dann gehe ich auch mal aus diesem Wald raus. Ja. So, jetzt gehen wir hier mal durchs Unterholz. Und hier haben wir Nadelwald. Und das könnte eventuell höfig sein für Steinpilze. Gucken wir mal. Also das Habitat ist gut. Ja? Man sieht hier also Moos. Und Moos. Und Moos sieht man auch. Jetzt fehlt nur noch, dass man Steinpilze sieht. Mal gucken. Ja, das Habitat ist gut, aber keine Pilze, also keine Steinpilze, was wir hier vermutet hätten. Ja. Ah, da kommt der Markus an. Der Marco, der Marco. Ja, ganz allmählich kommen hier auch die Kraterellen, die Trompetenpfifferlinge. Ja, wunderbar. Ja, sehen schön aus. Ja, hier auch. Ich komme hier aus dem Holz raus. Trompetenpfifferlinge. Ja, guck mal, das sind schöne Bilder hier. Ja, guck mal die. Ja. Was machen die fucking Wildschweine? Hier sitzen die Trompetenpfifferlinge auf Substrat. Ja, dann wechseln wir jetzt die Stelle. Wir fahren jetzt zu den Steinpilzen, gucken, ob da noch welche sind. Ja, dann sind wir jetzt hier und wieder in einen anderen Wald gefahren. Wir fahren jetzt hier an die Steinpilzstelle. Das ist dann der Wald, wo ich jetzt schon die vielen Steinpilzfilme gedreht habe, wo alle paar Tage neue Steinpilze kommen. Mal gucken, wie das aussieht. Ja, hier können wir abkürzen. Ja, hier steht eine Kolonie rehbrauner Lacktrichterlinge. Ja, das haben wir hier im Sauerland. Fürchterliche Asthmahänge. Aber eher schön am Stöhnen hier. So, das ist unser Wald. Ja, hier stehen Steinpilze. Packen wir ein. Ja, zweimal Röhnchen.
Ja, wie gesagt, wir sind jetzt hier, bin ich jetzt das fünfte Mal hier durch. Aber sind immer noch also kleine Restbestände da. Hier kommt auch noch ein schöner Steinpilz raus. Ja, der muss noch sauber gemacht werden. Ja, es geht los, ist immer noch ja, Pilzezeit, aber es geht zu Ende, man merkt's. Ja. Ja. Hier sind Perlpilze und unter dem Hut lecker, lecker Schnecken. So ein bisschen französischen Touch müssen die haben. Hier, Marco, kannst du dir einstecken, der ist gut. Sehr lieb, danke. Bitteschön. Ja, hier haben wir auch welche. Ja, die nehmen wir mit. Füllt die Pfanne. Ja, ich will hier nochmal auf die Merkmale genauer eingehen. Also wir haben hier unten eine Knolle. Also da sind auch keine Kindersöckchen, sage ich, dran oder sowas. Ja, das ist also glatte Knolle. Und hier ist wohl das wichtigste Merkmal. Die geriefte Manschette. Das ist ja nichts anderes als die Negativabdrücke hier von den Lamellen. Ja, und dann überall, also nicht überall, hat er irgendwo dieses Merkmal. Des Rosa-Seins. Ja, hier stehen auch noch Schwammpilze. Das sind Birkenpilze, wie man sieht. Aber die werden nur durch sein. Mal gucken. Ja, also der Druckstelle, sie bleibt. Ja, der ist noch gut. Den nehmen wir mit. Von Marco, hey. Ja. Der ist wirklich noch gut, der ist toll. Ja, dann gucken wir uns hier diesen Wald mal ein bisschen näher an. Der sieht ja sehr gut aus. Also dieser Wald hier, der steht voll mit Fliegenpilzen. Und dazwischen dann Schwammpilze. Birkenpilze, Marönchen. Also ganz toll. Den muss ich mal eben filmen da vorne. Weiß nicht, was es ist. Ach, nochmal ein Birkenpilz. Also der hier scheint richtig gut sein mit Birkenraufüßen. Und schön, also die Qualität ist gut. Ja, und noch eine wunderbare Marone. Kommt in den Korb. Ja, das klebrige Hörnchen ist auch hier. Da können wir ja nur an der richtigen Stelle sein. Ja, der sieht aus wie aus dem Bilderbuch, ne? Ja, hier nochmal zwei Perlpilze. Ja, und so sieht das Habitat aus. Also Birke, kleine Tannen. Ja. Hier ein kahler Krempling von oben, ein kahler Krempling. Den pflückt ihn aber nicht, weil es ist ja unnütz. Und jeder Pilz ist ja wichtig für den Wald. Ja, hier ist noch eine alte Marone, die aus dem Baumstuben rausguckt. Die lassen wir aber hier. So, dann sind wir zum Ende. Wir haben wieder gut gefunden. Ja, wir haben auch viele Pilze stehen lassen. Wir haben keinen Hallimasch mitgenommen, aber dafür haben wir Pfifferlinge, wir haben Trompetenpfifferlinge, wir haben Steinpilze, wir haben Maronen, wir haben Birkenpilze. Wir haben Semmelstoppler mitgenommen, Stockschwämmchen auch, also. Ja, Parasol, den haben wir ganz vergessen. Ha. Ja, also genug Pilze haben wir. Ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch triff triff viel Spaß mit diesem Film. Und ich weiß nicht, ob ich noch einen drehen kann, die haben Frost angesagt. Und dann wird das wohl vielleicht der letzte gewesen, aber vielleicht mache ich noch einen, so einen Jahresabschlussfilm. Aber den muss ich gucken, weiß ich jetzt noch nicht. Also, tschüss, Sikorski, und dann bis demnächst. Ciao.